sind Ruinenteile. Für mich ist wichtig, dass alles in Karton, weil das ist ja nicht eine realistische Ruine, sondern das ist eine sogenannte falsche Ruine. Es geht nicht darum, ein Dekor zu machen wie im Kino. Es geht nicht um Täuschung. Es geht darum, behaupten, eben von dem falschen oder von dem fakehaften von der Ruine. Darum ist es eigentlich ganz nur einfach mit grauer Farbe angemalt und ganz einfach mit Karton konstruiert. Destruction is difficult. It is as difficult as creation. Das finde ich einen ganz wichtigen Satz wegen deiner Frage, wegen der Schwierigkeit. Tatsächlich ist es da physisch, aber auch konzeptuell sehr schwierig, etwas zu zerstören. Et Romain Pellas? Non, tout ça, ok. Très bien, ouais, ouais, d'accord. Okay. Dans la famille de The Rock, non, mais c'est bon, moi je crois que c'est bon, parce que nous, de toute façon, sur place, c'est bien, on va faire avec ça. C'est bien que c'est pas parfait, tu vois, c'est pas... ça doit pas être maintenant ça, Romain. Ich finde, Energie ist wichtig, ist interessant, weil Energie ist immer eine offene Form. Es ist auch schlechte Energie, ist Energie. Es gibt gute Energie, positive Energie, negative Energie. Aber das ist auch Energie. Und das Problem in der Qualität, das ist eine Skala, die nur gegen oben geht. Oder? Das ist eigentlich nicht interessant. Darum, Qualität nein, Energie ja. Und selber tue ich meine Arbeit auch immer richten oder beurteilen, indem ich sage, okay, es hat Energie in meiner Nacht. Ist da Energie? Es gibt sogar Leute, die einem sagen, das ist eine qualitätvolle Beziehung, oder? Für zwei Menschen. Oder? Ich finde das einen grauenhaften, habe ich schon gehört, oder? Einen grauenhaften Begriff. Oder? Eine Beziehung zwischen zwei Menschen, oder? Ist qualitätsvoll. Oder? Da denke ich, das so kann man nicht mehr operieren. Mich interessiert das Prekäre. Das Prekäre ist etwas, das vom Mensch geschaffen ist. Oder? Erduldet oder geschaffen ist. Das Prekäre interessiert mich, weil die Logik des Prekären ist das Überleben, das Weiterleben oder das Leben tout court. Das ist ganz wichtig. Im Gegensatz zum Beispiel zum Ephemeren, wo die Logik der Tod ist eigentlich. Darum sage ich nie, ich mache ephemere Kunst. Nein, ich mache prekäre Kunst. Ganz bewusst mit diesen Materialien, die wollen, wie alle anderen Materialien, überleben. 100 Jahre, 200 Jahre, 1000 Jahre. Das ist der Anspruch, das ist die Behauptung natürlich. Das ist auch genau das, was mich interessiert. Dass ich, wo der andere ausgeschlossen ist, stirbt, hat Edouard Glissant gesagt. Das ist ganz wichtig und darum mache ich es für mich, aber natürlich auch für die anderen in mir. Das ist mir ganz wichtig. Darum habe ich ja den Begriff geprägt, nicht exklusives Publikum. Ich will ja, dass in meiner Arbeit alle sich einschliessen können. Wie kann man sich einschliessen? Durch die Materialität, durch die Grösse, durch die Einfachheit und vielleicht aber auch durch die Komplexität. Ich denke, das ist jeder Künstler, das ist eine Freude der Arbeit. Ich meine, ich habe Freude, meine Arbeit zu machen. Ich mache meine Arbeit aus Freude. Das ist der Plausch. Oder? Natürlich muss ich mich auch mit Sachen beschäftigen, die manchmal nicht so lustig oder nicht so sagen wir, freudvoll sind. Aber ich weiß immer, das führe ich immer zurück auf meine Urentscheidung, meine Arbeit zu machen, meine eigene Arbeit zu machen. In dem Sinn, braucht es nicht viel Energie, braucht es einfach die Urenergie, nicht? Wo ich als eine emanzipatorische Geste verstehe. Emanzipatorisch, ich selber habe mich, für mich, ich habe mich emanzipiert, indem ich beschlossen habe, meine Arbeit ins Feld, in die Geschichte und in den Bereich Kunst zu setzen. Siehst du dich als Zeremonie? Nein, ich sehe mich als Künstler, Arbeiter, Soldat.